Und herzlich willkommen zu Tag 6. Heute stellen wir kleine Flaschen her für unsere Elixiere, die wir brauchen. Ne? Auszüge aus Spinnenbeinen, Zaubertränke und was wir da nicht alles produzieren. Ja, ich habe hier ein paar Perlen. Davon ist nichts gekauft. Das habe ich mir alles aus Modeschmuck mühsam auseinanderklamüsert. Ich habe einfach mal in der Familie rumgefragt und ja, alles das, was die nicht mehr brauchten, haben sie mir hochgeschickt und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Ne, da ist der Fantasie jetzt gar keine Grenzen gesetzt und ja, das sieht einfach klasse aus. Ich fange jetzt an mit so einer schönen viereckigen Flasche. Und hierbei arbeite ich wirklich mit Heißkleber, weil das geht am schnellsten. So, jetzt haben wir den schon mal drauf. So. Jetzt haben wir die erste Flasche schon fertig, wo unser Elixier reinkommt und die ganzen Zaubertränke. Ja, hier möchte ich jetzt, ja, das ist so ein ganz großes Acrylteil. Ja, ich glaube, das mache ich so. Was an der Kette dran war. Okay. Und als Verschluss nehme ich die Kugel hier. Sieht doch schon mal super aus. Ja, und das Ganze sollte auch noch stehen. Deswegen klebe ich mir das jetzt noch in so ein Rondell. Möglichst gerade. Perfekt. Da ist jede Menge böses Zeug drin. Dann habe ich hier eben noch ein Armband auseinandergenommen. Und das hat diese, ja, diese halbrunden Teile hier drin. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir die jetzt mal aneinander kleben, das ist doch mit Sicherheit auch sehr, sehr lustig. Awatsch. Nee, so ist das nicht lustig, wenn man sich die Flossen verbrennt. Dann gucken wir mal, was wir hier draus gestalten. Und die Fäden vom Heißkleber, die sind mir im Moment sogar sehr recht. Die lasse ich auch dran, weil das für Halloween zu nutzen ist. So, jetzt hoffe ich, passt die hier gut rein. Oh. Die hat ja schon fast so geklebt.
So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Wahnsinnsflasche. Ich würde sagen, die setzen wir, das ist eine Perlenkappe, aber das benutze ich als Fuß. Und da das so wahrscheinlich nicht gut hält, setze ich hier noch so ein Rondell drauf. Ja. Auch möglichst gerade. So, jetzt muss ich erstmal laden. Sieht ja eher aus wie so ein Zauberei. Was sich dann aufklappt. Okay, ich glaube, jetzt geht meine Fantasie mit mir durch. So, habe ich noch einen großen Space? Ich glaube, das ist schon fast. Nö. Ich würde sagen, das könnte man nehmen. Und dann ihn hier als Verschluss. Perfekt. Ich zeige euch das gleich richtig. Ihr könnt jetzt so nicht wirklich viel sehen. Das sind meine. Wow. Das gefällt mir gut. No? Das ist eine tolle Flasche. Da ist aber auch Ruha. Was ganz Besonderes drin. Ja, und so verfahrt ihr einfach weiter. Ihr sucht euch Perlen aus und kreiert dann damit eure kleinen, großen Elixierflaschen. Ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.